Hallo, ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie ein eigenes Programm erstellen können, um ein anderes Programm zu extrahieren. Oder um mehrere Programme zu extrahieren, je nach Ihren Wünschen. Wir müssen als erstes Visual Basic starten und eine neue Form erstellen mit Namen Installer. Ein Installer ist nichts anderes als ein Programm, das extrahiert und den Fortschritt anzeigt. Wir erstellen einen Button. Wir nennen ihn Insta. Machen Doppelklick auf den Button. Schreiben rein dem IS in Tagger gleich Free File File Open I, Pfad der Datei Open Primary File Put I My Punkt Resources Punkt File Close. So, hier wird dann unsere Excel-Datei kommen, die wir in der Resource haben. Und hier wird der Pfad der Datei angegeben, wie zum Beispiel C Doppelpunkt Strich 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 Excel-Name und dann der Name der generellen Datei. Wir müssen jetzt natürlich auch noch was hinzufügen, weil wir können das nicht einfach aus der Luft greifen. Deswegen gehen wir auf Installer Einstellungen und gehen auf Resource. Und dann gehen wir hier oben auf vorhandene Datei hinzufügen. Ich nehme jetzt mal Adobe CS5 Allkagen. Den tun wir einfach hinzufügen. Dann können wir hier schon auswählen. Adobe CS5 Allkagen. Und hier oben schreiben wir in, wo es gespeichert wird, also Pfad der Datei, schreiben wir C. Oder wo ihr es halt gespeichert haben wollt, ich mache jetzt C, da man da nicht irgendwie wissen muss, von wem der Rechner ist oder sonstiges. Adobe All.exe. Dann starten wir das Ganze mal. Geht auf den betroffenen Ordner und drückt Install. Und wie man sieht, er hat jetzt hier das Programm extrahiert und man kann es auch einwandfrei verwenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, unsere Videos gefallen euch. Wenn sie euch gefallen, bitte abonniert uns. Wir nehmen auch gerne mal Kritiken an, also schaut euch einfach mal um. Wenn ihr Fehler entdeckt, sagt sie uns. Wir freuen uns über alles. Bis zum nächsten Mal mit Visual Basic 08.